Hotelsalons und von Leipzig streamt. Es geht um ein Produkt in der BBP, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, das soeben heute Nachmittag in Druck gegangen ist. Es hat zwei Bände, umfasst 1350 Seiten und steht unter dem ominösen Titel Ost in Klammern Deutschlands Weg, 80 Essays und Denkanstöße zur Lage des Landes über die Zeit von 1989 bis heute und mit Blicken in die Zukunft, vor allen Dingen auf der Suche nach Wegen, wie vielleicht aus dem Zusammenprallen ein Zusammenwachsen werden kann. Das Buch besteht nicht nur aus Texten, sondern auch aus unzähligen Fotos, die eine Zeitreise ermöglichen, zurück in die Geschichte seit 89 bis heute und mitunter zu skurrilen Vergleichen führen. Ich zeige das mal in die Kamera. Da gibt es dann zum Beispiel bei einer Beschreibung der Montagsdemonstration das Bild mit dem Sträfling Honecker. Und wir erleben das Gleiche heutzutage bei Anti-Corona-Demonstrationen. Da haben wir plötzlich die Sträflingsbilder mit den Mitgliedern des Bundeskabinetts von heute. Oder wir erleben Zeitvergleiche damals noch zu DDR-Zeiten in einem Beitrag über das Gesundheitswesen, wie sich das entwickelt hat. Slogans wie der Sozialismus ist die beste Prophylaxe und im vergangenen Jahr fotografiert am Landwehrkanal Berlin Sozialismus heilt Corona. All so etwas gibt es und dazu eine unglaublich intensive Zeitreise über das, was war, als aufgebrochen wurde für ein freies Land und noch ganz und gar nicht klar war, wo wollen wir eigentlich hin, zur Wiedervereinigung oder wie es damals hieß, zur tiefen Reinigung statt Wiedervereinigung, die dann schneller kam, hier auf einem Bild mit bayerischer Blaskapelle im Mauerstreifen und bei einigen und vielen im Osten dazu führte, zu diesem Gefühl, wir werden Deutsche zweiter Klasse. Mittlerweile, kennen Sie das alle, gibt es diese Entwicklungen mit bis hin zu AfD-Plakaten. Der Osten steht auf. Leute, die behaupten, sie hätten die Faxendicke gegen Gesundheitsdiktatur und Demokratie überhaupt auf die Straße gehen. Und das vereinigte Deutschland mit Fragen konfrontieren, die so nicht geahnt werden konnten. Lange Zeit zu beobachten war in der beginnenden Zeit, wie sich Rechtsextremismus entwickelt hat, wie es zu vielen Opfern von Gewalt kam. Aber auch ganz andere Bereiche werden in diesem Buch erläutert, zum Beispiel wie einzelne Industrien brachlagen, wie sich der Umweltschutz entwickelt hat, wie hier in Bitterfeld inzwischen zu einer teilweise vorzeigbaren Region, wie sich aber auch die Wohnstrukturen verändert haben und im zivilgesellschaftlichen Bereich viel entwickelt hat, bis hin zu einer konfessionslosen Gesellschaft, von der Herr Groß-Bölting in unserem Buch schreibt, und vielem anderen, was irgendwie verloren gegangen ist, symbolisch eins der Titelfotos eines der Bände von uns, die DDR, wie sie langsam als Grenzstein zuwächst. Dieses Buch, diese Zeitreise durch die deutsche Geschichte mit ihren Analysen hat ihren Anfang genommen in dem Saal, in dem ich sitze. Das ist die BBP in Berlin. Vor knapp über einem Jahr, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, saßen hier 70 der beteiligten Autorinnen zusammen. 20 weitere sind dann noch dazugekommen. Das waren Zeitzeugen der Geschichte, genauso wie Wissenschaftler der jüngeren Generation, der älteren Generation, die gemeinsam diskutiert haben, wie muss eine Bestandsaufnahme aussehen, was könnte an Elementen dazugehören. Und jeder der damals Beteiligten ist mit einem kleinen Auftrag nach Hause gegangen, um einen Text abzuliefern. Und das ist im Laufe der Zeit eingegangen und ein bisschen durch Corona erschwert. Wir wollten eigentlich früher fertig sein, ist das Buch, um das es geht, jetzt fertig, bis hin zu Autoren, die mitunter manch einer auch noch kennt, die über 80 inzwischen sind. Hans Motho hat sich beteiligt, genauso wie Jens Reich, der das Schlusswort des Buches schreibt als Bürgerrechtler. Sie alle haben gemeinsam hier sehr konstruktiv mit unterschiedlichsten Sichtweisen auf den Transformationsprozess diskutiert und das zu Papier gebracht. Als Herausgeber konnten wir gewinnen dafür Ilko Sascha Kowalczuk,
als Historiker aus Berlin und Frank Ebert von der Havemann-Gesellschaft, die die Fotos beigesteuert hat. Und von der Idee, diesen dicken Klotz, diesen Meilenstein zu produzieren, hatten wir große Angst. Können wir die BBP davon überzeugen, das zu wagen? Sie hat es gewagt mit ihrer Abteilung Print und Thomas Krüger an der Spitze und dann ihn vielleicht ganz zu Anfang. Die Frage, der Titel dieses Buchs, Ostdeutschlands Weg. Was glauben Sie eigentlich noch, wie lange man das Ost vor Deutschland braucht? Ah, bitte Ton einschalten, das Mikro ist noch aus. Ja, interessant ist ja, wann das Ost vor dem Deutschland erfunden worden ist, nämlich just als die DDR untergegangen ist. Man hat so ein bisschen den Eindruck im Nachhinein und bis heute, dass der Begriff des Ostens als Konstruktion einer Gruppe ja, den Kontrollbedürfnissen darüber, was diese Gruppe, die man ja sozusagen als Gruppe behauptet und die sehr verschiedene Perspektiven eigentlich inkludiert, was die eben so alles treibt und sagt und tut und wie sie sich ins Ganze einfügen will. Ich glaube, dass das Ganze noch eine Weile dauert, das ist ein Generationenprojekt, aber das Besondere dieses Buches finde ich eigentlich, dass die Konstruktion der Gruppe des Ostens einfach dekodiert wird und sich eben in den unterschiedlichen Perspektiven zeigt und die Transformation seit 1989-90 auf relativ verschiedene Weise erzählt und dabei unterschiedliche Interessenslagen dokumentiert. Ich finde für die politische Bildung ein Geschenk. Wir haben eigentlich Angst vor dicken Büchern, weil die nicht in Gänze gelesen werden. Aber wir wissen aufgrund der Untersuchung von Leseverhalten, dass viele Leute Einflugschneisen in solche dicken Bücher oder in diesem Fall sogar in zwei Bücher wählen und von daher, wenn man so will, eintauchen in die entsprechenden Kontexte und sich das erschließen. Und ich glaube, es gibt derzeit zum Thema Transformationsforschung kein so breites, so umfassendes Buch. Und das eignet sich für die politische Bildung hervorragend, um diverse Kontroversen und Diskussionen anzuregen und zu befruchten und gleichzeitig auch in der Lehre beispielsweise an den Universitäten als ein Überblickswissen zu präsentieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eben nicht dieses Thema links liegen zu lassen. Ich finde überhaupt, dass im Kontext von 30 Jahre deutscher Einheit das ganze Thema der Transformationsforschung, wenn man so will, als eine Art prioritärer Narrativ in den Vordergrund gerückt ist im Vergleich zu den vorherigen Jubiläumsanlässen und das ganz gut sozusagen nochmal durchmisst. Nicht nur, was vorher bis 1989-90 in dem Land passiert ist, sondern wie sich eben der Wandel vollzogen hat, der Wandel in wirtschaftlicher Hinsicht, der Wandel in kultureller Hinsicht und auch der Wandel der Mentalitäten. Und da ist das Buch eine Fundgrube. Ich habe jedenfalls in dem digitalen Werk gedruckt, es ist mir ja noch nicht zugegangen, schon mal geblättert und finde das hochspannend, gerade auch die Fotos, die, wenn man so will, eine eigene Geschichte durch diese ganze Bandbreite von Transformationserfahrungen und Transformationserzählungen darstellt. Premiere ist es ja tatsächlich, weil heute Nachmittag das layoutete Manuskript erst in den Druck gegangen ist. Ausgeliefert wird das Buch oder beide Bände ab 7. Juni, bestellbar für zusammen, glaube ich, 6 Euro dann in der BBP. Und der Motor, dass das mit möglich wurde, Ilko Sascha Kowalczuk, hat mit in einem Begleittext geschrieben, wir sind bewusst beim Titel unseres Auftaktkolloquiums, das damals auch schon Ostdeutschlands Weg hieß, geblieben und haben das Ost in Klammern gelassen, mit gezieltem Hintersinn, denn eigentlich müsste der Zusatz nach über 30 Jahren überflüssig geworden sein, ist er aber nicht. Er ist mitunter sogar, wie eben Thomas Krüger auch gesagt hat, zu einem Identitätsbegriff geworden. Ilko, wie lange noch? Was schätzen Sie? Tja, also muss ich gleich mal mit einem Kalauer beginnen. Es gibt einen guten Grund, dass ich Historiker geworden bin. Ich kann ganz gut zurückschauen, aber ich kann keine Prognosen abgeben.
weiß nicht, wie lange das sozusagen noch nötig ist. Die Frage ist ja tatsächlich, ist es auch wirklich nötig? Ostdeutschland, Thomas Krüger hat das eben schon gesagt, ist ja praktisch so, wie wir den Begriff jetzt verwenden, eine Erfindung der Jahre 1990 und folgende. Bis 1990 hat man unter Ostdeutschland ja die früheren Ostgebiete verstanden. Das erklärt auch so ein bisschen, warum es diesen etwas merkwürdigen dieses merkwürdige ARD-Programm gibt, Mitteldeutscher Rundfunk. Normalerweise müsste jeder irgendwie immer ein bisschen irritiert sein, was ist eigentlich Mitteldeutschland? Und Mitteldeutschland ist ja auch ein historischer Begriff, der damals praktisch damit wachgerufen wurde. Und das hat so eine leicht, ich sage das jetzt mal, so eine leicht revisionistische Konnotation, die damit schwingt. An der Stelle wäre es vielleicht mal angeraten, darüber nachzudenken, ob man diesen Sender nicht sozusagen irgendwie umbenennt. Und dann gab es ja auch den Ostdeutschen Rundfunk, der jetzt der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist. Die haben da sozusagen schon viel stärker drauf abgehoben. Ich glaube, das Entscheidende ist, um auf die Frage zurückzukommen, Ostdeutschland ist heute vor allen Dingen ein gemeinsamer Erfahrungsraum. Wenn man sozialstrukturell oder auch von Wirtschaftsdaten oder andere harte Facts sich anschaut, dann wird man zwischen Capacona und Zittau oder dem Erzgebirge doch eine sehr große Diversität feststellen. Und man wird feststellen, dass zum Beispiel in bestimmten Kennziffern Mecklenburg-Vorpommern weitaus mehr mit Schleswig-Holstein zu tun hat als mit Sachsen oder mit Thüringen. Und insofern ist das, glaube ich, tatsächlich ein sehr historischer Begriff, ein gemeinsamer Erfahrungsraum, weil all die Menschen, die vor 1989 zwischen Capacona und Fichtelberg geboren worden sind, bestimmte Codes gewissermaßen ansprechen können und alle wissen sofort, was gemeint ist. Alle hatten die gleichen Schulbücher, alle hatten ganz ähnliche sozusagen biografische Entwicklungen im Großen und Ganzen. Und innerhalb dieses Raums gab es sehr viele Brüche. Und selbst diese Brüche schmiedeten aber gewissermaßen so ein ostdeutsches Narrativ zusammen. Aber dieses Zusammengeschmiedete passierte eigentlich eher von außen, weil als es zur Wiedervereinigung kam, hat man gewissermaßen so eine klassische Form des Asserring gemacht. Man hat den Raum, den die DDR ausmachte, den man nun Ostdeutschland nannte und die Menschen, die dort lebten, die man nun auch alle homogenisierend Ostdeutsche nannte, gewissermaßen wie so einen leeren Raum benutzt, um von einem Tag zum anderen, praktisch in einer Minute zur anderen, ein anderes politisches, wirtschaftliches, soziales und juristisches System, wie es die große Mehrheit der dort wohnenden Menschen wollten, einführen zu können. Und sowas funktioniert eben nur, indem ich diesen Raum, also so bruchlos, indem ich diesen Raum mehr oder weniger behandle, als wenn da vorher nichts da ist. Und dafür brauche ich einen Begriff. Wenn man heute jetzt 30 Jahre später zurückschaut, dann wird man sagen, mittlerweile gibt es doch sehr große Differenzen in verschiedener Art, aber die Außenzuschreibung Ostdeutschland, die ist halt geblieben. Beste Beispiel, wenn es morgen einen Überfall von Neonazis in Chemnitz oder in Schwerin geben wird, dann werden alle Hauptnachrichtensender sagen, Rassismusproblem Ostdeutschland, Ausländerfeindlichkeit Ostdeutschland. Wenn das Gleiche in Kiel oder Dortmund oder Stuttgart passiert, dann werden die gleichen Nachrichtensender sagen, das ist in Dortmund, in Kiel oder in Stuttgart passiert. Da kommt gar keiner auf die Idee, gewissermaßen etwas, was in den alten Bundesgebieten passiert, als westdeutsches Phänomen hinzustellen. Warum ist das, kommt da gar keiner auf die Idee? Westdeutschland gibt es gewissermaßen außerhalb Ostdeutschlands überhaupt nicht. Niemand käme auf die Idee, das so zu benennen. Es sei denn, man meint den Raum Köln oder irgendwie so Nordrhein-Westfalen. Das ist gewissermaßen das geografische Westdeutschland. Aber wir reden hier über einen politischen Begriff. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wäre angeraten, das nicht nur vor sich hin plätschern zu lassen, sondern im Sinne auch einer Entwicklung, im Sinne auch einer vernünftigen Strukturentwicklungspolitik ganz bewusst sich zukünftig von dem Begriff Ostdeutschland zu verabschieden. Letzter Satz als Herausgeber. Mir und uns war das ja ein besonderes Bedürfnis in diesen zwei Bänden, die es dann am Ende geworden sind, so wie Sie das, Herr Kulig, eben auch schon betont haben, eine Multiperspektivität zum Tragen zu bringen. Unterschiedliche Generationen, unterschiedliche biografische Prägungen, Zeitzeugen wie Wissenschaftlerinnen
Und das möchte ich abschließend sagen von meinem ersten Statement. Ich bin wirklich besonders froh, dass es uns geglückt ist, sehr, sehr viele jüngere Stimmen in diesem Band aufnehmen zu können. Stimmen, die noch nicht so verbraucht sind wie, sagen wir mal, ältere. Und das ist auch ein typisches Kennzeichen der Debatte 2019-20 gewesen. Thomas Krüger hat das angedeutet, dass das übliche Narrativ, wer also gewissermaßen am Transformationsprozess Kritik äußert, automatisch vom Mainstream zum Verteidiger des SED-Systems ernannt wird, dass wir uns von diesen Narrativen, Gott sei Dank, glaube ich, jetzt mittlerweile verabschiedet haben. Und dazu haben vor allen Dingen jüngere Stimmen beigetragen, die sich in den letzten Jahren in diese Diskussion eingemischt haben und nicht mehr so eine selbstlegitimatorische Funktion erfüllen, sondern eben wirklich viel nüchterner als all diejenigen, die das erlebt haben und das gestaltet haben, heute auf diese Prozesse schauen und vor allen Dingen analytisch darauf schauen können. Von diesen jüngeren Autoren und Nachwuchswissenschaftlern und inzwischen schon richtig erwachsen gewordenen Wissenschaftlern sind jetzt 13 mit an Bord, 13 von 90 der Autorinnen des Buches. Ich möchte mal zunächst an den Historiker der Humboldt-Universität, Steffen Mau, geben. Wie ostig ist eigentlich der Osten noch für Sie und wie westig wird der Westen behandelt? Sie haben Buchbeitrag im zweiten Band unter dem Titel »Die ostdeutschen Frakturen für immer« mit dickem Fragezeichen und beschreiben viele Ostdeutsche nach wie vor als geprägt von Entwertungsgefühlen und Ohnmachtserfahrungen. Welche Wege führen denn da heraus? Ja, ich zähle mich jetzt weder zu den Jüngeren, noch ich bin auch Soziologe und kein Historiker, aber vielleicht ist trotzdem ganz interessant, auch nochmal eine historische Perspektive zu suchen. Ich habe heute gerade ein Papier von Ökonomen gelesen, die im Prinzip für die 1920er Jahre gezeigt haben, was eigentlich sozusagen Ostdeutschland damals schon besonders gemacht hat. Und es gibt ja auch noch längere historische Reihen, die man sich angucken kann, also das Ostelbische. Und da kann man zum Beispiel sehr deutlich sehen, dass zum Beispiel der Anteil der Arbeiterschicht in Ostdeutschland viel stärker war als im Westen. Also da zeigt sich auf den Karten im Prinzip Ost-West ganz genau, wie sich das heute bei vielen Indikatoren zeigen würde. Auch in Bezug auf die Erwerbstätigkeit der Frauen damals schon, die war höher im Osten als im Westen. Und da sieht man eben auch längere historische Linien, die jetzt über die 40 Jahre DDR hinausreichen. Das finde ich erstmal sehr interessant. Und ich würde mit Ilko Sascha Kowalczuk im Prinzip konform gehen zu sagen, das ist ein spezifischer Erfahrungsraum, eine spezifische Erfahrungsschicht, die sich regional möglicherweise verdichtet und ausprägt. Ich würde nicht die These behaupten oder wagen, dass sich das auswächst und dass man irgendwann das Ost nicht nur in Klammern schreibt, sondern ganz wegradieren muss. Es gibt noch nach wie vor große Gemeinsamkeiten, die diese 5 neuen Länder und Ost-Berlin teilen. Das sehen wir bei fast allen Indikatoren, ob das Religiosität ist, demografisches Verhalten, ob das Einstellungen sind, ob das das Parteiensystem ist, ob das Generationenbeziehungen sind. Also ganz viele Dinge, sozialstrukturelle Aspekte, aber auch mentalitätsbezogene Aspekte, die sich offensichtlich tradiert haben und über die Existenz sowohl der DDR wie auch sozusagen über die Phase der Transformation hinaus erhalten haben. Und das widerspricht so ein bisschen so einer soziologischen Grundregel, die immer heißt, der Institutionenwandel geht dem Bewusstseinswandel voraus und dann verändern sich die Mentalitäten alle so, dass es gleich wird. Und da würde ich sagen, da sehen wir heute, dass das in 30 Jahren zum Teil natürlich passiert ist. Die deutsche Einheit ist auch aus meiner Sicht ein Erfolg, vieles zusammengekommen. Das sind auch nicht Abgrenzungsmentalitäten, die da existieren, aber es gibt eben noch Spezifika dieses ostdeutschen Vergesellschaftungsraum. Und ich würde sagen, das ist überhaupt kein Problem. Wir hatten ja in den Nullerjahren und den 1990er Jahren immer sozusagen auch politisch den Versuch, diesen Begriff Ostdeutschland abzuschaffen, weil man den als Vereinigungsbremse gesehen hat. Also wenn sich da was Eigenständiges ausbildet und der Osten sich dem Westen nicht anverwandelt, dann wurde das immer als Problem gesehen. Ich würde heute sagen, es gibt Unterschiede zwischen Fichtelberg und Capacona, keine Frage, die sind riesig.
die interne Differenzierung von allen gesellschaftlichen Gebilden, da könnte man jetzt auch Polen daneben stellen, ist auch riesig. Das ist aber kein Grund zu sagen, dass es das nicht mehr gibt. Und also wenn ich mal die polnischen Wojewodschaften anschaue und so weiter, den Osten und den Westen in Polen, ist auch riesige Unterschiede. Und da sind natürlich die westlichen zum Teil so wie die östlichen Bundesländer in der Bundesrepublik. Also das würde für mich kein Grund sein. Aber ich würde sagen, es gibt eine Normalisierung des Ganzen. Und ich halte das auch nicht für unproblematisch, wenn der Begriff Ostdeutschland bleibt, als regionale Spezifik. Das hat keinen Rückbezug auf die DDR irgendwann mal mehr. Das wird verschwinden, auch durch sozusagen die nachfolgenden Generationen. Und diese Art von Regionalisierung würde ich als Form der Normalisierung verstehen. Also es ist kein Problem. Wir können sehr gut mit diesem Begriff arbeiten und leben. Es ist nicht nur eine Himmelsrichtung und eine geografische Bezeichnung, sondern es ist eben auch ein bestimmter sozialer Raum, in dem sich Dinge entwickelt haben, die vielleicht ein Stück weit anders sind als in anderen Regionen. Dinge, die sich so entwickelt haben, dass da auch Ungerechtigkeiten, Ungleichgewichte bei entstanden sind. Sie schreiben selber in Ihrem Beitrag, dass es da ein Gleichgewichts- und Wohlstandsfenster gab, 89, das sich geöffnet hat, und ein Reformfenster, das sich aber viel zu schnell geschlossen habe. Und was heißt das eigentlich für weiteres Zusammenwachsen, wenn das erfolgreich werden will? Ist das dann eine Never-Ending-Story? Ja, in gewisser Weise ja. Damit muss man auch leben. Das ist auch nicht alles immer skandalisierbar. Es gibt ja bestimmte auch strukturelle Unterschiede, die sich eingeprägt haben. Also die Vermögensmauer innerhalb von Deutschland wird auch in 50 Jahren nicht verschwunden sein. Wir werden auch nicht in 2050 plötzlich 15 DAX-Unternehmen oder 10 DAX-Unternehmen in Ostdeutschland haben. Wenn wir ein oder zwei haben, dann wird das schon eine sehr erfolgreiche Entwicklung sein. Also das sind bestimmte Sachen, die sich nicht von heute auf morgen ausschleifen, sondern die sich auch reproduzieren. Das wissen wir aus der gesamten Ungleichheitsforschung, dass das so ist. Ich glaube auch, dass das demografische Verhalten spezifisch bleiben wird. Das können wir jetzt schon sehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Anteil außerehelicher Kinder. Es gibt eine riesige Kluft zwischen Ost und West. Auch die Religiosität wird sich nicht verändern. Ich glaube nicht, dass jetzt alle Ostdeutschen plötzlich Mitglieder der protestantischen oder katholischen Kirche werden. Auch Fragen von Diversität, Migration sind in Ostdeutschland sozusagen anders gesellschaftlich arrangiert. Das heißt nicht, dass das eine statische Gesellschaft ist. Da verändert sich permanent ganz viel. Aber es heißt, dass es eben markante, sichtbare Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Wie gesagt, die nicht alle problematisch sind. Ein paar sind aus Gerechtigkeitsaspekten und auch Fragen von Lebenschancen problematisch, aber nicht alle. Im Schlusswort, deshalb bleibe ich mal ganz kurz bei Ihnen, sagen Sie, es gibt auch große Chancen, dass Ostdeutschland sich sehr produktiv eigentlich in diesen weiteren Prozess der Transformation einbringen könnte, zum Beispiel als eine Art Zukunftslabor der Demokratie. Wie könnte das denn aussehen? Ja, wenn Sie sich angucken, also die Parteimitgliedschaften in Ostdeutschland, die meisten Parteien sind ja Bonsai-Organisationen geblieben im Osten. Es gibt Ausnahmen, natürlich die Linke, aber für die anderen großen Parteien, die AfD ist auch eine Ausnahme, aber die anderen großen Parteien des Bundestages haben zum Teil bezogen auf jetzt die Bevölkerung nur ein Drittel so viel Mitglieder. Und natürlich kann man sich fragen, auch vor dem Hintergrund der niedrigen Wahlbeteiligung bei allen Landtagswahlen in Ostdeutschland, im Durchschnitt 8 bis 10% niedriger als im Westen, wie funktioniert eigentlich eine Demokratie, wenn diese klassischen Formen der Beteiligung und auch der politischen Willensbildung über Parteien in lokalen, regionalen, kommunalen Kontexten, über Parlamente, wie funktioniert das eigentlich, wenn es so wenig dieser klassischen Kanäle gibt, wenn die auch so wenig benutzt werden, wenn 40% der Ostdeutschen nicht der AfD hinterherlaufen, aber vielleicht zu Hause auf dem Sofa bleiben und gar nicht mehr zur Wahl gehen, dann muss man sich darüber unterhalten, ob es nicht möglicherweise an der Zeit wäre, aus Ostdeutschland so etwas zu machen wie ein Laboratorium der Demokratie.
Das sind ja Entwicklungen, die wir auch in westlichen, gesamt Westeuropa letztendlich sehen, die geringere Parteimitgliedschaft und auch Parteibindung. In Ostdeutschland ist es da extrem. Und da wäre ich schon dafür, auch mit neuen Foren, Formen politischer Beteiligung zu experimentieren, möglicherweise auch mit so etwas wie runden Tischen, um diese Passivität zu überwinden, um Leute auch in den politischen Prozess hineinzubringen, die jetzt erstmal nicht zur Wahl gehen, die nicht parteipolitisch engagiert sind. Fragen, Bürgerräte sind zum Beispiel solche Modellversuche, ob die nachher funktionieren und erfolgreich sind, das muss man sehen. Aber sie schaffen neue Zugangskanäle zur Politik. Und ich glaube, das ist in Ostdeutschland bitter nötig, wenn wir uns überlegen, diese 40% würden alle zur Wahl gehen, demnächst in Sachsen-Anhalt. Dann würde die AfD-Wählerschaft schon automatisch sozusagen den Prozentanteilen deutlich einschmelzen. Dann wären die nämlich plötzlich nur noch bei 15%. Und das fände ich deutlich besser, als so wie es jetzt nach den Umfragen aussieht. Wie wird diese Transformationslandschaft eigentlich aus dem Ausland gesehen? Wir haben zugeschaltet Christina Slachter von der Universität Budapest. Sie schreiben im Buch selber den Werdegang der DDR im Konzert mit den anderen osteuropäischen Staaten in dieses Jahr 89 hinein und heraus, beschreiben eine Zeit der breiten kollektiven negativen Erfahrungen in vielen der osteuropäischen Staaten und dann dieses wundersame 89 mit den Möglichkeiten, mit allen Demokratievorstellungen aufzubrechen, und dann aber eine allseits platzgreifende Ernüchterung und den Rückzug vieler in Schneckenhäuser, die dann im Gegensatz zu dem, was Steffen Mau hofft, sich lieber sagen, ich kann eh nichts bewirken. Ist das überall so und so hoffnungslos oder haben Sie da inzwischen andere Perspektiven, Frau Slachter? Ich könnte eigentlich nur aus meiner ungarischen Erfahrung beziehungsweise aus meiner Erfahrung und Wissen als ungarische Historikerin und Soziologin sprechen, also eher nicht für alle anderen ehemaligen Ostblockländer. Ich mag auch so zu formulieren, also ich mag zum Beispiel, wir sagen immer neue EU-Staaten oder neue EU-Mitglieder oder ehemalige Ostblockländer, wie lange noch? Das könnte man zum Beispiel auch fragen, wie lange brauchen wir noch Ostdeutschland oder neue Bundesländer als Formulierung, aber wie lange werden wir jetzt noch auch Osteuropa als Ex-Sowjet-Blockstaaten ansehen? Also das ist dann auch eine Frage wert oder eine Tagung und ein Buchprojekt wert. Was ich auch jetzt praktisch heutzutage auch in Ungarn immer wieder erlebe oder in den letzten Jahren, was wir sehen können, diese politische Passivität von den Menschen ist wirklich seit in den letzten 30 Jahren, also seit der euphorischen Zeit der Wende, Jahren oder Monate, ist einfach weggeschmolzen, weil die Erfahrung zeigt es nicht, dass es wert ist, sich in NGOs oder ehrenamtlich sich irgendwie zu engagieren und oder politisch irgendwie aktiv zu sein. Das brauche ich Ihnen ja gar nicht vorzustellen, was gerade in Ungarn jetzt in der Politik so passiert oder in den letzten zehn Jahren passiert ist. Die generelle Erfahrung und jetzt nicht nur die Sowjetzeit meine ich, sondern die früheren Jahrhunderten auch. Also in dieser Region hat man so zum Beispiel historisch gesehen so 3 Wochen von Demokratieerfahrung. Also worauf möchten wir hier überhaupt was aufbauen oder was aufwecken oder wiederleben? Das ist wirklich ein Laboratorium, wie überhaupt Demokratien oder demokratische Strukturen innerhalb von Europa, aber trotzdem auch geografisch gesehen Osteuropa, wie sie überhaupt entstehen können. Weil wir können die 10 Tage in Herbst 56 nennen, vielleicht eine bisschen Übergangsphase in 46, 47 noch als Demokratieerfahrung zu nennen oder die paar Tage in 68 in der Tschechoslowakei. Aber so sonst sehr viel demokratische Erfahrungen oder Strukturen oder Möglichkeiten, Wege und Aktionen oder sonst was können wir hier eigentlich kaum finden. Gibt es dann sogar so eine Art neidvollen Blick auf die Ex-DDR?
Ja, also das kann ich eigentlich als eine externe DDR-Forscherin, wenn ich so formulieren darf, aus Ungarn, auf jeden Fall so sagen. Also zum Beispiel die ganze Aufarbeitungslandschaft, was jetzt in Deutschland existiert, ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, aber wirklich auch aus der Sicht von allen anderen Kollegen in den anderen ehemaligen Ostblockländern, es ist wortwörtlich beneidenswert. Ich könnte auch sagen, es gibt überhaupt etwas und was gibt, ist viel und funktioniert viel und ist facettenreich und ist farbig und ist vielfältig. Sie haben überhaupt ein BSTU mit Forschungsabteilung, mit Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Sie haben überhaupt eine Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben überhaupt gar keine solche Institutionen. Und auch anfangs, also in den 90er Jahren, BSTU wurde in 92 gegründet und eröffnet. Und in allen anderen Staaten eröffneten wurden diese Archiven Stellen, wo man die Unterlagen der ehemaligen Stasi-Geheimdienste erforschen konnte, wurden erst in 97, 99 oder 2003 oder so noch später eröffnet. Das hat auch historische und strukturelle Gründe. Aber das ist und war beneidenswert. Auch in der konkreten Thema ist und war und blieb die BSTU immer ein Beispiel für die ganze Region, für alle anderen Institutionen und auch weitere Beispiele und Wege, die in der ehemaligen DDR schon gefunden, gesucht und ausprobiert wurden, waren oder wurden einfach nur übernommen, zum Glück teils übernommen, teils dann leider nicht so gut verwirklicht worden. Aber immerhin, also als Historikerin sehe ich das auf jeden Fall so. Andererseits, historisch oder so gesellschaftlich oder wirtschaftlich gesehen, besonders in den 90er Jahren, bevor diese ehemaligen Ostblockstaaten zu neuen EU-Mitgliedstaaten geworden sind, sah man eine gewisse Entwicklungsspur in Ostdeutschland, in den ehemaligen DDR-Bundesländern, was hier dann noch nicht gab. Also das war auch ein bisschen so wortwörtlich beneidenswert zu erleben. Was Ungarn und den Osten ein wenig eint, ist ja so der gewachsene Frust mit der Zeit. Andreas Zick aus Bielefeld. Gewachsen ist viel Frust, Populismus und Extremismus seit 89. Das erforschen Sie seitdem, und zwar im Osten wie im Westen, aus Bielefeld heraus, als Sozialpsychologe. Wie groß nehmen Sie eigentlich da inzwischen die Unterschiede wahr? Oder sind die Hassparolen, Feindbilder und Politikbeschimpfungen in beiden Landeshälften inzwischen die gleichen? Ja, wir haben tatsächlich in Bezug auf das, was wir als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen, das sind Abwertung, Herabwürdigung, Hass gegen Minoritäten in der Gesellschaft, auch sowas wie eine Einheit. Das sehen wir zum Beispiel beim Antisemitismus. Der Antisemitismus, der im Westen stärker war als im Osten, da haben wir praktisch einen Trichtereffekt, die sind zusammengewachsen. Und wir sehen aber auf der anderen Seite jetzt in den letzten 6 Jahren in Bezug auf rechtsextreme Einstellungen, rechtspopulistische Einstellungen, auch wieder einen Ost-West-Unterschied. Und wir sehen halt im Osten, dass die Menschenfeindlichkeiten höher sind und sie erklären eigentlich den Rechtspopulismus und zum Teil den Rechtsextremismus. Weil, warum? Sie gehen mit bestimmten Identitäten einher, mit nationalchauvinistischen Identitäten. Also unsere Daten zeigen ziemlich deutlich, es geht ja nicht um irgendeine Identität oder irgendeine Ostidentität, sondern wenn wir über den Populismus reden, den Extremismus, der den Hass erzeugt und die Hasstaten erzeugt, dann gibt es Angleichungen, aber es gibt einen Unterschied und das ist ziemlich stabil, die Identität, wir sind Bürger zweiter Klasse. Also Identitäten sind ja Konfliktphänomene, sind soziale Vergleichsphänomene, sind Phänomene der Selbst- und Fremdzuschreibung. Und diese Stabilität dieser Idee, Bürger zweiter Klasse zu sein, das ist etwas, was entstanden ist, was dazugekommen ist. Und das ist relativ stabil, paart sich mit Machtlosigkeit und das erzeugt dann einen Unterschied. Aber ich würde nie so weit gehen zu sagen, also das ist ein Ostproblem, das ist kein Westproblem. Das ganze Buch wirft ja diese Frage zum Glück nochmal auf. Die unaufgearbeiteten Fälle, die wir an Hasstaten haben, in West wie Ost, die vielleicht unterschiedliche
Hintergründe erzählen, aber die noch nicht zu Ende erzählt sind. Die Vereinigung der West-Rechtsextremen, die sich gut organisiert haben mit Ost-Rechtsextremismus, der anders, der eine andere Geschichte hat, aber irgendwie gibt es da eben auch diese Einheitsgeschichte im Hass, diese Einheitsgeschichte im Chauvinismus. Und die erzählt dieses Buch auch aus verschiedenen Sichten. Da kommen auch in dem Buch die Minoritäten-Sichten, die Opfer-Sichten, die Betroffenen-Sichten da rein. Aber wie gesagt, beim Thema Identität, mit dem wir begonnen haben, ist nicht die Frage, ob wir das Ostlos werden, auch nicht Ossi oder so. Ich finde irgendwie, Identitäten sollten keine Krankheit sein. Aber das Problem ist, wie kriegt man diese Idee, dass diese Zugehörigkeit zusammen in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt mit Erst- und Zweitklassigkeit einhergeht. Das ist unheimlich stark. Und das hat den Populismus auch sehr stark gemacht, weil er die alte Idee, wir sind das Volk, ja irgendwie aufgesogen hat und da ein Identitätsangebot gemacht hat, was wir, glaube ich, so langsam verstehen. Das ist auch eine Stärke dieses Buch ist, dass wir die Identitätsangebote verstehen. Was ist daran so attraktiv? Wie konnte das passieren? Ja, also mit dem Staat 90, die einen versprechenden blühende Landschaften und die anderen betonen eben die Hoffnungslosigkeit und alle haben irgendwie eine Einheit. Das wird ja an einer Stelle deutlich. Also Ilko hat das, glaube ich, am Anfang direkt geschrieben. Nationalismus, Rassismus waren in beiden Teilen da und waren auch einheitsfähig. Das ist eine Herausforderung, die wir, glaube ich, immer noch vor uns haben. Und da helfen uns Ost-West-Debatten nur insofern, als wir über unterschiedliche Kulturen vielleicht reden, unterschiedliche Lebenspraxen reden, aber vielleicht auch über die Geschichte der Einheit im Hass reden müssen. Zusammenwachsen in Feindseligkeiten ist der Titel von dem Aufsatz von Andreas Zick. Was er anspricht, als 89 es losging, gab es mitunter solche Parolen, wir sind das Volk und fordern die Wiedervereinigung. Das ist eine Aufnahme aus Leipzig. 3 Monate später in Berlin war dann die Frustparole, wir waren das Volk. Und dann dauert es nicht lange. Im Lauf der deutschen Vereinigungsgeschichte wird dieser Slogan geklaut. Zuerst taucht er vor allem bei der NPD auf. Wir sind das Volk, plötzlich von denen gestreut über Pegida bis hin zur AfD und natürlich karikiert heutzutage bis in die Heute-Show. Auch das haben wir abgebildet im Buch. Eine Grafik aus dem letzten Jahr. Wir sind 2 Volk. Sind wir das aber tatsächlich? Professor Eckert aus Leipzig, ich frage Sie jetzt mal und zwischendurch aber ein Hinweis, auch alle Zuhörenden können sich mit Fragen einbringen. Wir sammeln die und nachdem ich so ein bisschen die Runde der beteiligten Autorinnen und Autoren durch bin, laden wir Sie ein, gemeinsam zu diskutieren und ich trage auch die Fragestellungen, die uns separat erreichen, vor. Wir haben insgesamt Zeit bis 19.30 Uhr. Professor Eckert, Sie haben alles versucht zusammenzufassen als schwierige Gemengelage, in der der Osten steckt. Weil sich zu wenig originäre Osteliten bilden konnten, das sei so eine Art Minderwertigkeitsgefühlsymptom für viele im Osten. Und dann, weil so eine gewachsene Systemskepsis entstanden sei und nicht beseitigt werden kann bei vielen Ostdeutschen. Auch Sie empfehlen einen runden Tisch, um das alles zu besprechen. Wer sollte denn das aus Ihrer Sicht bilden? Ich komme aber zurück auf die Sachen, die andere hier gesagt haben. Die erste Frage ist ja die, ist der Begriff Ostdeutschland noch notwendig und wird er bleiben? Da bin ich erstmal anderer Ansicht. Der Begriff wird noch über mehrere Generationen bleiben, zumindest für meine Generation und auch für die nachfolgende. Ob es wünschenswert ist, ist die zweite Frage, die Ilko angesprochen hat. Ich glaube, es ist wünschenswert, weil man Ansprüche nur formulieren kann, wenn man für eine bestimmte Gruppe, ein bestimmtes Kollektiv, in dem Falle eben für die Ostdeutschen spricht. Und so wird ein runder Tisch auch nicht von irgendjemand einberufen werden, sondern wir müssen ihn aus unserer Perspektive heraus fordern. Und das eigentliche Problem ist dabei die Elitenungleichheit. Und die wird sich auch nicht automatisch erledigen, sondern wir müssen das immer wieder fordern und Stück für Stück durchsetzen. Nächster Punkt ist der Osten ein Laboratorium
ein Laboratorium, was in die Zukunft weist. Er könnte es sein, aber der Westen müsste es wollen. Wenn der Westen es nicht will, können wir im Osten noch so oft behaupten, wir sind das Laboratorium, das Zukunftslaboratorium. Es wird einfach ohne Relevanz bleiben. Ich sag mal ein Beispiel, was gerade aktuell ist. Die neue zu gründende Stiftung Orte der Demokratie hat fast nur Orte der Demokratie als Thema, die im Westen liegen. Und die friedliche Revolution, Ilke und ich haben auch darüber geschrieben, wird so gut wie gar nicht berücksichtigt. Hier wird es deutlich, wenn sich diese Einstellung nicht ändert und wir hier nicht zu einer Gleichwertigkeit in Ost und West kommen, dann wird es auch kein Laboratorium Ost geben, so sehr sich das einzelne ostdeutsche Intellektuelle und Politiker auch wünschen. Also es wird wieder einen runden Tisch geben oder ein Laboratorium, wenn es von uns nicht erkämpft wird. Und was mich immer wirklich bewegt und auch ärgert, ist dieses Wort von den Bürgern zweiter Klasse. Ich bin kein Bürger zweiter Klasse, ich bin Bürger erster Klasse. Und ich kenne auch fast nur Menschen, die von sich selber sagen würden, sie sind Bürger erster Klasse. Trotzdem wird das immer wieder behauptet. Und das finde ich eigentlich verhängnisvoll, weil es dann langsam durch diese ständig sich wiederholende Behauptung zur materiellen Gewalt wird, gewissermaßen, wenn die Menschen wirklich glauben, sie sind zweiter Klasse. Dem müssen wir genauso konsequent uns entgegenstellen und, wie ich finde, auch mit der Rede von der Zweitrangigkeit ein Ende machen. Eine wichtige Stimme aus Leipzig, Konrad Zieder. Nehmen Sie mir in Berlin, in Ost-Berlin genauer gesagt. Inzwischen, ja, als Pensionär. Eine Stimme aus München, die im Buch laut wird, versucht zu beleuchten, was ist das eigentlich für eine Westperspektive auf den Osten und die friedliche Revolution? Wurden da eigentlich nur Erwartungshaltungen reingelegt, Klischees mit verbunden und bewegt sich deshalb so wenig? Konrad Zedert, Sie sind Historiker in München. Warum kommen Ost und West nicht so richtig zusammen und nehmen nicht so richtig wahr diese Chancen, die im Osten auch liegen? Ich glaube tatsächlich, dass wir viel gewinnen können, wenn wir tatsächlich diesen Umbruch 1989-90 und die nachfolgende Transformationszeit noch stärker einbetten in grenzüberschreitende Zusammenhänge, aber auch in lange Dauern von Veränderungen nach 1989-90, aber auch vor 1989-90. Dann ist das vielleicht auch ein Beitrag zur Antwort auf die Frage, was geht dieser Umbruch eigentlich uns alle an, unabhängig vom Alter, vom Wohnort, vom Geburtsort, ob in Ost oder West, ob ganz woanders, unabhängig vom sozialen Status. Denn was ich versuche an einem Beispiel zu illustrieren in meinem Beitrag ist, dass in der Transformationsforschung ja an vielen kleinen Mosaiksteinchen in letzter Zeit deutlich geworden ist, dass was lange primär im östlichen Teil Deutschlands und Europas verortet wurde, dass das doch aufs Engste verwoben war und bis heute ist mit Entwicklungen auch im Westteil und dass es auch den Westen nachhaltig verändert hat. Zwei Fallbeispiele nur. Der Aufstieg des Zivilgesellschaftsbegriffs ist im Deutschen nicht zu denken ohne blockübergreifende Austauschprozesse vor 1989 und dann auch nach 1989. Und das Gleiche gilt auch für 1989-90, dann das Aufkommen und die Ausbreitung des Begriffs der friedlichen Revolution, der ja heute erinnerungspolitisch so wichtig ist und schon angesprochen wurde. Beide Begriffe sind aus meiner Perspektive verknüpft mit den demokratischen Aufbrüchen im östlichen Deutschland und Europa, verdanken aber ihre Karriere auch westlichen BeobachterInnen und UnterstützerInnen. Und das zeigt vielleicht, wenn wir noch entschiedener in der Forschung, aber auch in der Vermittlungsarbeit die langen Dauern von Wechselwirkungen zwischen Ost und West beleuchten und vielleicht deutlich machen, dass alles gar nicht so getrennt war, wie es vielleicht scheint, dann wird vielleicht auch noch ein Stück klarer, dass 1989-90 und die Auswirkungen bis heute alle Teile unserer Gesellschaft angehen, nicht nur bestimmte Gruppen oder Ostdeutschland, wie man es auch immer konstruieren mag. Das würde bedeuten, dass sich auch die Zivilgesellschaften in beiden Teilen des Landes sozusagen als was Gemeinsames verstehen und Bereicherndes verstehen können. Aspekte der Zivilgesellschaft beleuchten auf unterschiedliche Art und Weise mehrere Autorinnen im Buch mit an Bord. Ist zum Beispiel Mandy Tröger, die die Entwicklung der Medien als Medienforscherin beleuchtet hat.
Es ist aber auch Sabine Schleiermacher dabei, die analysiert, wie hat sich eigentlich das Gesundheitswesen in der DDR entwickelt und wie ist nach der Wiedervereinigung daraus was gelernt worden oder auch nicht, wie konnten da was zusammenwachsen. Und genauso ist Jutta Braun dabei mit dem größten Bereich aktiver Zivilgesellschaft beleuchtend, der Sport. Als etwas, wo zunächst alle nur davon ausgingen, oh, der DDR-Fußball ging komplett unter. Aber in den Untergängen gab es da auch nicht eine Chance in dem, was sich neu gebildet hat. Wenn man diese Bereiche mal nimmt, Medizin, Sport, Medien, ich frage Sie jetzt mal alle drei, was könnte aus den Bereichen, die Sie nun intensiv beackert haben, eigentlich als super Lernstoff für die Zivilgesellschaften Deutschlands, für die Zivilgesellschaft entstehen oder wachsen? Ich fange mal mit Jutta Braun an. Ah, bitte Mikro einschalten. Anfängerfehler, Verzeihung. Also im Sport ist es sehr unterschiedlich, in welchem Bereich man blickt. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass es ein klassisches Beispiel davon ist, dass der Westen von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen ist, weil man dachte am Anfang, es fällt einem das ostdeutsche Athletenpotenzial bei Olympia in den Schoß und wir werden jetzt auf Jahre unschlagbar sein. Und tatsächlich 1992 bei den ersten gesamtdeutschen Olympischen Spielen war man plötzlich auf Platz 1. Und diese hochfliegenden Hoffnungen haben sich dann aber nicht verstetigt, weil ein Staatssport eben so nicht kopierbar war. Und stattdessen ergab sich eine ganz andere Problematik, wie etwa die Aufarbeitung der Dopingvergehen. Ich fand es sehr interessant, was die Kollegin aus Budapest gerade sagte, die darauf hinwies, dass es dort eben keine Geheimdienstunterlagenbehörde gibt. Es hat auch in keinem anderen ehemaligen kommunistischen Staat eine Aufarbeitung des Staatsdopings gegeben. Das ist wirklich auch eine Errungenschaft, die sich hier abgespielt hat. Aber weiterhin gibt es natürlich gerade in der Zivilgesellschaft große Differenzen in der Einheit. Das ist zum Beispiel der Organisationsgrad im Sport. Also das Vereinswesen ist immer noch asymmetrisch in Ost und in West. Der Organisationsgrad ist im Westen immer noch viel, viel höher als in den neuen Ländern. Und es ist sehr umstritten, woran das liegt. Also das ist auch noch eine Diskussion, die anhält. Und beim Fußball ist es in der Tat so, dass die ostdeutschen Clubs große Probleme hatten, sich zu stabilisieren in der neuen Marktwirtschaft, in der Kommerzialisierung. Aber das lag nicht nur daran, dass man Probleme hatte, sich an das bundesdeutsche System anzupassen, sondern man kam voll in den Globalisierungsschub Mitte der 90er Jahre hinein, der die internationalen Ligen völlig revolutionierte. Also ich finde, es ist immer sehr wichtig, diesen doppelten Umbruch auch nochmal klarzumachen, dem sich die ostdeutsche Zivilgesellschaft ausgesetzt sah. Also das vielleicht als Erstes. Frau Schleiermacher, im Mikrokosmos Medizin, was ist da zusammengeprallt? Was ist plötzlich gewachsen? Wo sehen Sie da Möglichkeiten, dass wirklich Lernerfolge in diese deutsche Einheit führen? Auch bitte Mikro anmachen. Lernerfolge sind dahingehend auszumachen, dass ja schon in den 70er Jahren im Westen man sich sehr konkret mit den Strukturen gesundheitlicher Sicherung im Allgemeinen, sage ich das jetzt mal, auseinandergesetzt hat und geguckt hat, inwieweit man ein System der gesundheitlichen Versorgung, der sozialen Sicherung, das wir ja seit dem Kaiserreich so haben, wie man dieses westdeutsche System verändern kann. Und das war etwas von Leuten, die in den 80er Jahren dann dezidiert in die DDR geguckt haben und gesagt, was haben die gemacht, wie haben die Strukturen aufgebaut und was können wir denn nehmen, um einer Privatisierung des öffentlichen oder des Gesundheitswesens entgegenzuwirken. Leider ist nach 89 in der Transformationsprozess das westdeutsche System völlig übertragen worden auf das ostdeutsche, sodass was die Reform letztlich, die man gehofft hatte, umsetzen zu können, zunichte gemacht hat. Heute diskutieren wir im Zusammenhang mit Corona, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was, weil es ja so privatwirtschaftlich orientiert ist, im Umgang mit der Pandemie sehr schwerfällig begegnet. Und das ist etwas, wo man neu diskutiert und sagt, was könnten wir für neue Strukturen eventuell aus dem DDR
Gesundheitswesen reaktivieren, eine Reformdiskussion, die auch schon so in der Weimarer Republik existierte und wo man dann auch gesagt hat, wie kann man ein Gesundheitswesen machen, dass man eben halt Menschen versorgt, wo es nicht diese Unterschiede zwischen Armut und Gesundheit gibt, sondern dass jeder eine gleiche Versorgung hat. Also eher eine Negativbeschreibung und die Frage ist, was gibt es an Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit dem alten, mit dem DDR-System, was man gegebenenfalls reaktivieren könnte. Sind Sie da optimistisch, dass das auch wird? Im Moment weniger. Im Moment weniger, aber es ist, wenn man international den Vergleich, kann man gucken, dass es ja solche Systeme gibt. Wir gucken nach Skandinavien zum Beispiel, da gibt es sowas. Und ich denke, dass die internationale Debatte auf Ebene der WHO und anderen Gremien, dass dort eben der Push von außen kommen wird. Es wird letztlich über diesen Weg gehen, aber ich im Moment bin ich eher unsicher. Soweit Sabine Schleiermacher. Sie ist Medizinhistorikerin an der Charité und FU. Jetzt nach München gefragt, oder ich glaube im Moment irgendwo in den USA zugeschaltet, Mandy Tröger. Sie ist Medienwissenschaftlerin, Medienforscherin und hat analysiert, welche Chancen es eigentlich gab, nach 89 einen breit gefächerten Meinungsdiskurs in den Medien zu etablieren mit unabhängigen Zeitungen und so weiter. Inwieweit ist das geglückt oder missglückt? Ja, also ich würde da, können Sie mich gut hören? Jo. Ja. Okay, also ich würde da, das passt jetzt gerade ganz gut zu dem, was Frau Schleiermacher gerade gesagt hat, also dass letztlich ja auch meine Analyse da eher kritisch ist und ich mir ansehe, was es für ein Potenzial gab, 89, 90 und was denn letztlich daraus geworden ist. Und also dass man heute eben auch wieder zurückguckt und sich ansieht, okay, was gab es dann an regionalen, an lokalen Initiativen, gerade im Medien- und Pressebereich? Und interessanterweise hat Herr Kowalczuk vorhin, als er wieder über die Spaltung und die Frage, ob man es Ost vor Deutschland braucht, das Beispiel der Medien angebracht, das MDR, der Nachrichten und das nicht umsonst, ja, also die mediale Spaltung, Mediennutzung, Medienstrukturen zwischen Ost und West sind bis heute anders. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, aber man kann halt auch nicht, man kann es nicht verstehen, wenn man sich nicht das Jahr 89, 90 ansieht. Und da ist mein, im Prinzip so meine Analyse, dass es ganz viel Reformpotenzial gab, was letztlich auch vor allem durch Wirtschaftsinteressen kaputt gemacht wurde. Und das aber nicht nur, und das sieht man dann wieder, wenn man aus den USA, also ich bin gerade in Chicago, auf das Ost-Ost- oder deutsch-deutsche Geschichte sieht, dass man eben auch Deutschland, und es kam jetzt schon ein paar Mal, eben auch im internationalen Kontext sieht. Also und ich mir dann zum Beispiel auch ansehe, die Wirtschaftsinteressen, gerade zum Beispiel westdeutscher Großverlage, nicht nur in der DDR, sondern wie das dann eben auch flächendeckend und länderübergreifend in anderen Ländern das ehemaligen Ostblocks halt gewirkt hat. Und das ist wirklich spannend, da auch zu sehen, länderübergreifend zu vergleichen und gerade zum Beispiel auch mit Ungarn. Ja. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, dass Springer in Ungarn unglaublich groß geworden ist und dann 70% Marktanteil hatte und ganz ähnliche Strategien zum Beispiel gefahren hat wie in der DDR. Und da müsste man eigentlich noch viel mehr Forschung leisten, was allerdings was schwierig ist. Und da würde ich gerne noch eine Sache sagen, die haben Sie vorhin angesprochen, dass vor allem jüngere Nachwuchsforscherinnen hier angesprochen werden. Ein Problem, was ich schon auch in Deutschland sehe, ist, dass man dafür eben auch den institutionellen Rahmen braucht. Also auch gerade sich neu mit Transformationsgeschichte auseinanderzusetzen, neue, andere Fragen zu stellen. Und deshalb bin ich damals in die USA gegangen, um das machen zu können. Und ich sehe auch in Deutschland gibt es einfach, es gibt ein Umdenken, es gibt auch hier eine Entwicklung. Und trotzdem ist es weiterhin schwierig, auch wenn es natürlich gut ist, dass es das grundsätzlich gibt. Und trotzdem ist da noch einfach viel Nachholbedarf, denke ich. Daniel Kubiak, auch Soziologe wie Steffen Mau aus der Humboldt-Universität. Sie sind explizit als Vertreter der jüngeren Generation dabei, haben gerade Ihr Promotionsverfahren hinter sich.
an der Uni, haben damals teilgenommen an unserem Kolloquium und einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo sie auch beschreiben, wie sie mit ihrem 6-jährigen Sohn reflektieren, was das eigentlich war, DDR, wenn sie im Harz durchs Grenzgebiet wandern. Sie beschreiben selber die Prägungen junger Ostdeutscher durch den Vereinigungsprozess mit all dem, was sie so wahrnehmen an nicht erfüllten Hoffnungen ihrer Eltern, eigenen Vorstellungen und daraus identitätsbildend in dem Sinne, dass da plötzlich Ostdeutsche geriert werden, die es in der vergleichbaren Generation in Westdeutschland gar nicht gibt. Da gibt es keinen, der sich als Westdeutschen sozusagen definiert, meine ich, bei Ihnen gelesen zu haben. Wie gehen Sie denn mit all dem um und wachsen heran und suchen sich Ihre Forschungspunkte, die Sie da neugierig machen? Wie können Sie weg von so einem Vorlebenslauf, von so einer Prägung mit ganz vielen nicht erfüllten Hoffnungen, insbesondere der älteren Generation? Oh, da war jetzt viel drin in den Fragen. Es ist ja erstmal schon witzig, wenn man mit einem Jahr kurz vor der 40 dann immer noch der junge Forscher ist. Es gehört ja sozusagen zur Generation der Wendekinder und also zu diesen Jahrgängen, also diejenigen, die, und Mandy gehört ja auch dazu, die DDR noch als Kinder miterlebt haben und dann in dieser wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen bin. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt, den ich mir da angucke in meiner Arbeit. Und das eigentlich Interessante finde ich ja, gerade wenn man sich ja diese jüngere Generation anguckt, also in meinem Artikel selber habe ich mich ja mit den Nachwendegeborenen beschäftigt, also denjenigen, die gar nicht mehr in der DDR geboren sind, und habe dann eben sozusagen damals noch relativ naiv anfangs gedacht, ich mache so eine deutsch-deutsche Forschung. Ich gucke mir ostdeutsche und westdeutsche Identität von Nachwendegeborenen an und frage halt, wann das für die relevant geworden ist und wann nicht. Und das Spannende daran ist ja eben, dass diese westdeutsche Identität so unsichtbar geworden ist. Also das, was Herr Kowalczuk am Anfang als Othering beschrieben hat, das ist das, was da sehr stark wirkt. Und was man ja auch an diesem Buch jetzt sieht, also wir sitzen jetzt hier alle, die wir in diesem Buch geschrieben haben, vielleicht als ostdeutsche Zeitzeuginnen oder als ostdeutsche OstdeutschlandforscherInnen hier. Und es gibt so ein Label dafür. Was es aber nicht gibt, interessanterweise, ist Westdeutschlandforschung. Ja, also so eine Betrachtung der westdeutschen Teilgesellschaft und zu gucken, was da eigentlich vor 1990 relevant war und was da nach 1990 relevant war. Das wird sich sozusagen nicht so homogen angeguckt, so wie wir das für Ostdeutschland machen. Und dass es jetzt für junge Ostdeutsche relevant geblieben ist und relevant bleiben wird, wo sie herkommen, das zeigen sowohl standardisierte Befragungen, also 70% der jungen Ostdeutschen sagen, dass die Herkunft eine Rolle spielt. Das sagen aber nur unter 40% der Westdeutschen. Und es ist ja nicht so ganz überraschend. Also Herr Mauer hat ja gerade gesagt, wir werden auch in 15 Jahren, also jetzt haben wir ein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland, Jan Optik, wir werden auch in 15 Jahren nicht sehr viele mehr dort haben. Aber das macht natürlich was mit den Leuten im Osten. Weil nämlich, wenn ich Interesse habe, in einem DAX-Unternehmen dann vielleicht Karriere zu machen, heißt das auch, ich muss gehen. Also ich muss den Osten verlassen, um das tun zu können. Also es gibt so eine sozialstrukturelle Frage und gleichzeitig, da haben wir jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, gibt es dann natürlich auch nochmal so eine diskursive Frage. Denn wenn seit 30 Jahren über diesen Osten geschrieben wird, er bewertet wird, in Medien thematisiert wird, in Chemnitz dann sozusagen die Zeit und die Spiegel seine Korrespondentinnen hinschickt und dann gibt es mal Berichte aus Chemnitz und dann ziehen die auch alle wieder ab. Dass natürlich diese diskursive Betrachtung des Ostens auch für die jüngere Nachwendegeneration eine Rolle spielt. Und deshalb glaube ich eben auch, dass das noch eine Weile thematisiert wird. Und würde auch sagen, ist aber auch nicht aus einer Identitätsforschungsperspektive auch nicht so schlimm. Also Identitäten müssen ja nicht zwangsläufig einheitlich werden. Ganz im Gegenteil, plurale Gesellschaften leben von Heterogenität. Aber diese ganzen Fragen von sozialstrukturellen Ungleichheiten werden sicherlich noch relevant bleiben und werden weiterhin relevant für die Auseinandersetzung bleiben. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, da ein bisschen mehr auch in den Westen zu gucken und zu gucken, was bringt das möglicherweise auch für Vorteile, dass die Strukturen so bleiben, wie sie sind. Also wenn wir zum Beispiel an Medien, an Erbe, an DAX-Unternehmen, an Elitenpositionen denken. Ilko Sascha Kowalczyk, ein solcher Doppelband über Westdeutschlands Weg, könnte Sie das auch reizen? Also prinzipiell reizt mich erstmal alles. Das ist ja sozusagen jetzt nicht so sehr die Frage.
Wir haben ja auch darüber nachgedacht, wie man stärker vergleichende Perspektiven in diesen Band hineinbekommt und wie man das auch generell in die Forschung hineinbekommt. Ich meine, wir dürfen jetzt natürlich nicht so tun, als wenn wir jetzt hier etwas getan haben, alle zusammen, was irgendwie so was Neues ist. Es gibt Transformationsforschung seit 30 Jahren. Es gab in den 90er Jahren einen Riesenboom an Transformationsforschung. Da sind ganz viele Millionen hineingegangen. Da sind Institutionen gegründet worden. Das sind ja alles Studien, die da vorliegen, die für uns auch nach wie vor von großem Interesse sind, wo auch sehr viel Daten generiert worden sind, mit denen wir ja alle teilweise arbeiten. Ich glaube, was für uns viel wichtiger ist als der deutsch-deutsche Vergleich, der ja immanent immer dabei ist. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn wir über Ostdeutschland reden, dann macht das nur Sinn, weil wir mindestens immanent, aber eigentlich auch immer ausdrücklich die Vergleichsfolie Westdeutschland dabei haben. Und hier fängt das Problem an, was ich am Anfang versuchte zu skizzieren. Solange wir glauben, dass Ostdeutschland so werden muss wie Westdeutschland, haben wir gewissermaßen ein analytisches Problem und ein politisches Problem. Das ist aber das Narrativ, was seit 1990 vertreten worden ist. Der Osten muss so werden, wie der Westen glaubt, dass er selber ist. Und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen in eine größere Perspektive gehen. Das heißt, unsere Perspektive muss eine europäische sein. Politisch wäre es schon immer angemessener gewesen, dass Ostdeutschland sich eher mit Polen, Tschechien und Ungarn vergleicht, weil das ist gewissermaßen die Ausgangssituation gewesen, aus der wir alle kamen, als eben mit der alten Bundesrepublik. Dann kommt als nächstes hinzu, wir dürfen eben auch immer nicht so tun, als wenn Transformation und Transformationsprozesse etwas ist, was völlig neu in der Weltgeschichte ist. Also Transformationsprozesse finden unentwegt statt, es finden auch ständig Systemtransformationen statt, fanden in der Geschichte statt und sie werden auch immer wieder weiter stattfinden. Deswegen glaube ich, dass das Interessante an Ostdeutschland ist, das Paradigmatische. Also gar nicht so sehr das, was wir jetzt vielleicht auch als Einzelforscherinnen so als Spezifisches sehen, sondern was können wir eigentlich gewissermaßen für andere Regionen auch lernen. Also das, was sich hier abspielt, glaube ich, ist alles nicht so einzigartig. Das, was besonders ist, das ist die Laboratoriumsfunktion, nämlich das, was sich in Ostdeutschland abspielt. Und das ist der große Unterschied zu Polen, zu Ungarn, zu den, also dem ganzen postkommunistischen Raum, aber auch zu anderen Räumen, wenn ich jetzt an postkoloniale Räume denke oder so. Das passierte hier alles in einem unglaublichen Tempo. Dieses Tempo gab es nirgendwo anders, weil die Randbedingungen und die Rahmenbedingungen in Deutschland ganz andere waren als irgendwo anders. Nirgendwo gab es einen Westpolen, einen Westungarn. Es gab auch sozusagen in anderen Prozessen eben nicht das Land, was das, also das sozusagen das Vereinigungsland, was das alles finanziert hat, was es aber eben auch gekostet hat. Denn diese Kosten waren eben nicht nur materieller Natur, sondern dazu zählten eben zum Beispiel auch der Institutionentransfer, dazu zählte der Elitentransfer. Und wir müssen, glaube ich, heute darüber nachdenken, was heißt das eigentlich sozusagen für die Zukunft. Und da will ich nur zwei Dinge ansprechen, die jetzt hier noch nicht so die Rolle gespielt haben. Das eine ist, eines der größten Probleme Ostdeutschland, das weiß hier jeder in der Runde, es hat nur noch keiner angesprochen, ist die Altersstruktur. Das ist gewissermaßen etwas, was die Zukunft Ostdeutschlands zum großen Problem werden lässt. Es gibt in Europa praktisch nur zwei Regionen, die sozusagen von der Altersstruktur her noch ärger dran sind als Ostdeutschland. Das ist Monaco und der Vatikan. Und sozusagen, und das ist ein Riesenproblem. Damit hängt auch ganz viel. Dafür hängen auch ganz viele Perpetuierungsprozesse zusammen. Also jemand hat das eben schon angesprochen, die Frage von Vererbung. Dort, wo etwas vererbt wird, kann auch eine lebendige Zivilgesellschaft entstehen. Das hört sich zwar erstmal ein bisschen absurd an, aber hinter Vererbungsprozessen steht Kapital und nur überflüssiges Kapital kann zum Beispiel in Wohltätigkeitsprozesse überführt werden, in Stiftungen und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt viele Punkte anführen, die da sozusagen fehlen. Also insofern würde ich immer dafür plädieren, ja, natürlich dieser deutsch-deutsche Vergleich, der ist wichtig, aber der ist immanent, worauf es eigentlich ankommt, was aber natürlich auch schon viel gemacht wird, aber was noch viel stärker gemacht werden muss, ist sozusagen der europäische Vergleich, weil das alles hier nicht so einzigartig ist. Und noch ein anderer Punkt zu der Frage der Eliten, zur Elitenrekrutierung, wenn ich das sagen darf. Ich war ja 2019, 2020 Mitglied der Regierungskommission
30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit, wo wir also auch über verschiedene Dinge diskutiert haben, was man anders machen könnte. Da gibt es auch sehr viele Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, die von der Bundesregierung umgesetzt werden sollen. Und ein wichtiger Punkt, den ich also besonders überzeugend fand, war, ein Begabtenförderungswerk Ost zu schaffen. Denn wir wissen alle, Rekrutierung, Elitenrekrutierung ist ein Selbstrekrutierungsprozess und man muss genau so eine Prozesse durchbrechen. Und dazu gehört, könnte man, ist die Frage, wie kommt man gewissermaßen zu eigenen Netzwerken? Wenn man in bestehende nicht reinkommt, muss man also eigene schaffen. Bayern, wo ich hier übrigens gerade sitze, hat ein Begabtenförderungswerk Bayern und sowas bräuchte man jetzt im Prinzip auch für den Osten. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Länder mitmachen. Und da sind wir wieder bei der aktuellen Problematik gegenwärtig und auch die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre wird aufgrund der Corona-Krise niemand Geld übrig haben. Und insofern sind das sozusagen extrem politische Fragen, die man dann also auch auf die Tagesordnung setzen muss. Das kostet alles Geld und wer finanziert das? Und das legt dann eher nahe, dass wir zwar in dieser Krise auch so die Einheit stärker betonen konnten, aber zugleich wissen wir, dass die Krise auch die Frakturen, wie Steffen Mau sagen würde, innerhalb der Gesellschaft sich enorm verschärft haben, weil die Armutsproblematik jetzt nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben wird und auch gehoben werden wird in der Zukunft. Und da sozusagen, wenn wir über Armut reden innerhalb von Deutschland oder Europa, dann sind wir halt auch immer wieder gleich bei Ostdeutschland. Und das ist unter anderem, letzter Satz, mein Ansatz, weil ich schon glaube, dass man mit Sprache auch Bewusstsein schafft und mit Sprache auch Identitäten natürlich beeinflussen kann, dass die andauernde Rede von Ostdeutschland da eher kontraproduktiv ist. Immerhin, bei der Produktion unseres Buches haben wir gesehen, ein bisschen Bewegung kommt. Also zwei unserer Autorinnen, Soziologinnen, haben just gerade diese Woche, als wir in Druck gehen wollten, mitgeteilt, dass im Autorenverzeichnis doch ihre Bezeichnung geändert werden kann. So ist die Sandra Matthäus von Chemnitz nach Kiel frisch gewechselt und Hanna Haag von Zittau nach Frankfurt-Main. Also die Wege sind plötzlich möglich, auch in andere Institutionen. Spannend wird es, wie weit führen Sie zurück, insbesondere im Bereich politischer Bildung. Wir haben einen Aber Herr Autor. Herr, darf ich da mal ganz kurz reinschauen? Das ist genau das Problem. Sie haben eben genau den Brain-to-Brain beschrieben. Die sind aus dem Osten in den Westen gegangen. Natürlich gibt es diese Prozesse auch unterschiedlich. Aber wenn wir uns nur mal anschauen, bei der letzten Exzellenzinitiative, die die DFG gemacht hat 2019, wenn Sie sich da die Deutschlandkarte anschauen, wo diese Exzellenzinitiativen gelandet sind, dann ist Ostdeutschland praktisch eine Terra Incognita. Wir nehmen mal Berlin raus, das ist immer der Sonderfall. Und ansonsten gibt es etwas an der TU Dresden und etwas in Jena und das war's. Alles konzentriert sich im Westen. Das war schon das Problem der Hochschulerneuerungsprogramme in den 1990er Jahren. Da sind unendlich viele Gelder in die ostdeutschen Universitäts- und Forschungslandschaft gegangen. Damit sind aber vorwiegend die Netzwerke derjenigen Westler finanziert worden, die vom Westen in den Osten gekommen sind und irgendwann entweder emeritiert worden sind oder in den Westen zurückgegangen sind. Das ist ein Problem. Man muss es einfach zur Kenntnis nehmen erstmal. Ich sehe da Professor Schleiermacher sehr zustimmend nicken. Ist das gerade im Bereich der Medizin auch der Fall? Mikro bitte wieder an. Im Bereich der Medizin ist es eben auch der Fall, dass viele dann aus dem Osten in den Westen gegangen sind und dort eben dann entsprechend auch tätig wurden oder umgekehrt eben nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch in den anderen Wissenschaften dort Leute Positionen gekriegt haben. Es gab ja in der Zeit 89, 90, 91 eine akademische Arbeitslosigkeit unter den Akademikern. Und sie waren froh, wenn denn sie dann mit ihren Chefs, sage ich jetzt mal so flapsig, mitgehen konnten und dort eine Position in den Ostuniversitäten oder Einrichtungen bekommen haben. Also das war genau das große Problem. Und es wurden ja viele Stellen auch frei dadurch, dass man eben Leute aus diesen Stellen, wenn sie SED-Mitglieder waren, eben die dort nicht weiter beschäftigt wurden, sodass es dort auch die Möglichkeit gab, für die Westelite eben dann dort entsprechende Positionen einnehmen zu können. Thomas. Das gab es eben auch in der Medizin. Man hat viele Leute entlassen aufgrund ihrer Parteinähe oder vermuteten
Parteinähe, die wirklich qualifiziert, hochqualifizierte Wissenschaftler waren, die dann ins amerikanischer, also nach USA gegangen sind oder nach England oder wo auch immerhin, also international nachgefragt, aber eben halt in der ehemaligen DDR nicht bleiben konnten. Bei all diesen geschilderten Schwierigkeiten von jemand aus dem Osten sozusagen im Osten und Westen Fuß fassen zu können. Thomas Krüger, verblüfft Sie das manchmal selber, dass Sie zum Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung werden konnten mit Ihrer Ostbiografie? Weiß nicht. Also ich glaube, das war eine Quotenentscheidung damals. Wenn ich das richtig geschildert bekommen habe, hat man jemand aus dem Osten gesucht, der irgendwas mit Jugendansprache kann und mit Digitalem und möglichst eine Frau ist. Und ich habe halt 3 von den 4 Punkten erfüllt. Einen definitiv nicht. Da habe ich nur einen Hilfspunkt gehabt, weil ich aus 2 Jahren selbst gewähltem Erziehungsurlaub kam. Ich glaube sozusagen, das ist kein paradigmatischer Fall, sondern das war eine politische Entscheidung damals. Da ist die Wahl auf mich gefallen, aber ich bin nicht der Normalfall, ich bin eher der Ausnahmefall. Da habe ich mir nie Illusionen gemacht. Also wenn ich mich zurückerinnere an das Jahr 2000 im Juli, da habe ich in der Bundeszentrale für politische Bildung die Anzahl der Menschen mit ostdeutscher Biografie verdoppelt, von 1 auf 2. Da gab es nämlich eine junge sächsische Bürosachbearbeiterin, die aus Aue schon unmittelbar nach dem Mauerfall kam, inzwischen gar nicht mehr bei uns arbeitet. Ja, und heute ist es ganz anders. Heute, wenn jemand mit anderen Netzwerken und einer anderen Perspektive kommt, dann ändert sich was. Und das ist das, was Ilko besprochen hat. Diese Netzwerklogiken, die sozusagen zu unterbrechen, geht nur, wenn eben in diesen sozusagen Führungspositionen Diversität organisiert wird. Das ist ja nicht nur die Frage Ost-West, das ist ja auch die Frage der Leute mit Migrationshintergrund, die es ist erschreckend, wie wenig Leute in Führungspositionen in bundesdeutschen Behörden, auch in Landesbehörden sind mit Migrationsgeschichte. Das ändert sich zwar sehr langsam und zögernd, aber sozusagen, wenn man Änderung beobachtet, dann nur deshalb, weil da jemand in einer Schlüsselposition sitzt und eben bestimmte Logiken unterbrochen hat. Für mich sozusagen gibt es noch einen Punkt, den ich nochmal zurückspiegeln wollte. Ich finde, man darf nicht jetzt sozusagen den Fehler machen, diese Ost-West-Geschichte irgendwie künstlich am Leben zu halten. Ich finde ja viel interessanter, nach den Verflechtungsfragen zu gucken. Also beispielsweise mal zu beforschen, was dieser Riesentransfer an Braindrain im Westen ausgelöst hat. Da gibt es so gut wie überhaupt kein empirisches Datenmaterial. Aber viele von den Leuten sind in die großen Ballungsräume, in die Städte gegangen. Und wenn man sich anguckt, sozusagen, wie die Republik, die alte Bundesrepublik West vor 1989 verfasst war und heute, da haben die Ballungsräume, die urbanen Ballungsräume, einen Riesenschub gehabt. Und zwar vor allem im Kontext der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Durch den Braindrain, der so gut wie überhaupt nicht thematisiert worden ist. Weil die Ostdeutschen, die hatten natürlich einen riesen Assimilationsdruck, möglichst unsichtbar zu werden und 3 Überstunden pro Tag, kein Problem, Hauptsache sozusagen wertgeschätzt und anerkannt zu werden und in den Strukturen mit einer Rolle zu spielen. Und diese Effekte, die nochmal eine Asymmetrie zwischen Ost und West geschaffen haben und die demografische Krise in den ostdeutschen Bundesländern auch mit ausgelöst und forciert haben, die ist überhaupt nicht thematisiert. Und vor diesem Hintergrund finde ich es eigentlich extrem problematisch, diese ganze Debatte um Abschaffung des Soli und diesen Ausgleichsfragen sozusagen der gleichwertigen Lebensverhältnisse, weil die Effekte, die Gewinneffekte, die in den westdeutschen Bundesländern faktisch erzielt worden sind, von Human Resources, von ökonomischen Gewinnen, von Infrastrukturgewinnen, die sind sozusagen überhaupt nicht eingepreist worden in die deutsche Innenpolitik. Und das finde ich ein extremes Problem. Also deshalb untersuchen der Verflechtungsansätze und auch mal sozusagen die Perspektive darauf richten, was eigentlich
in den urbanen Ballungsräumen, in Frankfurt, im Münchner Raum, im Stuttgarter Raum, im Hamburger Raum, im westdeutschen großen Raum an Effekten erzielt worden sind. Das finde ich eigentlich reizvoll und da wird man meines Erachtens nach Erkenntnisgewinne erzielen, die nochmal Fragen auf diesen ganzen Prozess werfen. In diesem Prozess der Einflussnahme von Westen auf den Osten, sei es mit gutem Willen oder mit Hintersinn, hat Christoph Renner, der von der Uni Jena hier zugeschaltet ist, einen Beitrag geliefert, wo in den Mikrokosmos der Vermittlung der politischen Bildung schaut, sozusagen, wie mit der Hilfe zum Beispiel aus Hessen eine politische Landeszentrale in Thüringen aufgebaut wurde. Sie benutzen dabei den Begriff Einheitspraktiker. Wer hat denn so eine Auszeichnung verdient? Ja, den Begriff des Einheitspraktikers, guten Abend erstmal an alle, ist für mich ein Behelfsbegriff, um eine Gruppe an Personen zu fassen, die mit dem Mauerfall oder in der Zeit nach dem Mauerfall in den Osten gegangen sind und dort in verschiedenen Institutionen sogenannte Aufbauleistungen vollbracht haben. Und mir ging es eben, wie Sie schon erwähnt hatten, darum, an einem spezifischen Beispiel, an einer Institution zu zeigen, welche Erfahrungen eigentlich Westdeutsche im Osten gemacht haben und darüber hinaus so ein bisschen das Bild zu irritieren, ja, des bis heute ja noch wirkmächtigen, einseitigen, von der Vereinigungskrise affektierten Ostdeutschen und da zu zeigen, dass natürlich diese Erfahrungen, die Westdeutsche im Osten gemacht haben, auch ganz, ganz klar von Überforderung auch gekennzeichnet waren. Wie viel wollen eigentlich Kollegen im Westen über den Osten wissen? Steffen Mau, was registrieren Sie so als Soziologe? Die Erkenntnis über den Osten, wie interessiert das eigentlich auch westlich? Denn wenn man es auf die Gesellschaft bezieht, das ZDF hat im letzten Jahr eine Umfrage veröffentlicht, danach waren 20% der Bundesbürger West noch immer nicht im Osten nach der Wiedervereinigung, aber nur 5% der Bürger Ost waren nicht im Westen. Wie sehen Sie das? Wie groß ist eigentlich das wissenschaftliche Interesse West an dem, was hier im Osten erforscht wird? Ja, für Historiker stellt sich das für ein bisschen anders dar als für Soziologinnen und Soziologen, weil natürlich die Wiedervereinigung und auch die DDR sind eben auch Teil der Geschichtsschreibung. Ich würde die Vermutung äußern, dass das Interesse nicht so wahnsinnig intensiv ist. Das ist in den 90er Jahren ganz, ganz stark gewesen. Ich kann mich erinnern, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, dass ich irgendwie meine Promotion damals zur sogenannten 89er-Generation schreiben wollte. Und da hat mir ein sehr berühmter Soziologe, der mich damals betreuen sollte, dann gesagt, sind Sie verrückt? Damit versauen Sie sich völlig die Karriere. Sie müssen was anderes machen. Opportunistisch, wie ich war, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, habe ich mich dann doch noch unbesonnen. Aber es war nicht ganz risikolos, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Nicht, weil das Nischen sind, sondern weil man wirklich davon ausgegangen ist, dass sich die Transformationsgeschichte irgendwann erledigt hat und dann ist das Ganze abgeschlossen. Der Osten hat sich dem Westen anverwandelt und dann ist das eigentlich kein großes Thema mehr. Heute könnten wir natürlich wahnsinnig viel lernen, wenn wir schon gewusst hätten, dass es diese starke Persistenz von solchen soziokulturellen, auch mentalen Formationen gibt über die Existenz eines bestimmten institutionellen Arrangements. Ich spreche jetzt vom Staatssozialismus hinaus. Und ich glaube, dass ich habe hin und wieder mal koreanische Journalistinnen, Journalisten oder Forscherinnen zu Besuch oder die kontaktieren mich und die fragen mich dann immer, ja, was kann man eigentlich aus der deutschen Einheit lernen? Und wenn man so da rangeht, dann muss man sagen, man kann ja unglaublich viel daraus lernen. Also auch für die ganze Transformationsforschung ist das noch ein wahnsinnig reichhaltiger Fundus. Das ist noch gar nicht ausgeschöpft. Und wenn ich jetzt noch mal eine Sache nennen darf, die man daraus lernen könnte, das ist, Ilko hat das schon angedeutet, also ich würde mal so von einer dreifach exogenen Transformation sprechen. Also viel Geld kam aus dem Westen,
mit Herrn Krüger würde ich auch sagen, das kann man auch noch anders berechnen. Es gibt auch von Wirtschaftsforschungsinstituten Leute, die sagen, diese über 2 Billionen, die sind eigentlich durch die Humankapitalgewinne und auch durch die osteuropäischen Märkte und so weiter schon Ende der 90er Jahre eigentlich bezahlt gewesen. Es gab sozusagen den Institutionentransfer und es gab den Elitentransfer. Und so eine dreifach exogene Transformation ist eben extrem enttäuschungsanfällig. Also wenn die Koreaner sich irgendwann mal vereinigen wollen, dann muss man vielleicht viel stärker die Menschen ins Zentrum stellen, die Leute mitnehmen. Die müssen eine Transformation zu ihrem ureigenen Projekt machen. Die dürfen das nicht erdulden, die dürfen sich nicht verohnmächtigt fühlen, sondern die müssen sehen, da geht es jetzt darum, die Gesellschaft in Bewegung zu bekommen, einen Wandel auszulösen. Und dieser Wandel ist auch unserer. Also wir können die Richtung des Wandels, wir können den Inhalt des Wandels mitbestimmen. Wir haben politische Gestaltungsmöglichkeiten. Da kommt jetzt nicht sozusagen eine Blaupause und alles, was wir vorher diskutiert haben, auch in dieser unglaublich bewegten Zeit zwischen Herbst 89 und der Wiedervereinigung, wird dann plötzlich vom Tisch gewischt und ist nicht mehr satisfaktionsfähig, sondern dass man wirklich die Leute mitnimmt. Und dazu gehört auch die Frage der eigenständigen Elitenbildung, der Aufstiegsmobilität, der Netzwerke, auch so eine Führungsakademie Ost. Wenn man das früher bedacht hätte, wenn man 1990, 91 ein großes Stipendiumprogramm für Ostdeutsche aufgelegt hätte, jedes Jahr mehrere tausend Leute gefördert hätte, bis zur Promotion und Sonstiges und auch mit ja, semi-professionellen Qualifikationen ausgestattet, dann hätten wir heute eine völlig andere Situation. Und es ist eben ein Dilemma für Ostdeutschland, dass das Band zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den gesellschaftlichen Führungskräften so schwach ist. Das ist funktional vielleicht kein Problem. Ein Jurist aus Hannover kann das ganz genauso gut in Schwerin machen, wie er das in Hannover machen würde oder wie das jemand aus Rostock oder Schwerin machen würde. Aber gesellschaftliche Eliten haben eben viel umfassendere, auch gesellschaftspolitische Funktionen. Sie führen nicht nur einfach eine Rolle aus. Deswegen ist das so wichtig. Und man hat ja auch einfach weniger Argumente an der Hand, wenn jetzt sozusagen von ganz links und auch ganz rechts immer wieder argumentiert wird, die Eliten seien so entfernt und so weiter. Für Ostdeutschland, man muss es wirklich auch ganz vorsichtig und entsprechend auch gerahmt formulieren, für Ostdeutschland stimmt das einfach zum Teil. Und das ist ein Argument, das kann man nicht so leicht vom Tisch wischen. Mir hat ein Populismusforscher in den USA, sehr bekannter, mal, dem habe ich das mal so ein bisschen erzählt, dass ich so ein Buch über Ostdeutschland schreibe und so weiter. Und da hat er gesagt, das ist ja Wahnsinn mit diesen Eliten. Wenn da 30.000 Leute, vor allen Dingen Männer, natürlich 95% Männer, plötzlich in den Osten kommen und da alles machen sollen, und dann wird man natürlich auch jedes Folgeproblem der Wiedervereinigung auf diese Leute attribuieren. Da ist ja sozusagen eine Systemskepsis vorprogrammiert. Er sagt, stell dir vor, Leute würden aus Washington in großer Zahl in Wisconsin einfallen und da versuchen, alles umzugestalten. Das ist sozusagen, das ist letzten Endes eine Zündschnur in Richtung Populismus. Das begreifen wir heute viel stärker, als wir es damals begriffen haben. Aber wir haben auch geglaubt, dass letzten Endes dieser Elitentransfer eine Durchgangsstation bleibt und danach auch eine eigenständige Elitenbildung einsetzt. Ich formuliere das jetzt ein bisschen überdrastisch, nur damit die Botschaft rüberkommt. Aber ich glaube, das sind Sachen, aus denen wir wirklich lernen können. Also die für uns jetzt auch im Hinblick auf die weitere Forschung ganz, ganz wichtig sein können. Gleichwohl gibt es Bereiche, aus denen mitunter ganz Überraschendes zu lernen ist. Das habe ich im Beitrag von Almut Berger entnommen. Sie war die letzte Ausländerbeauftragte der DDR 1990 und dann von Brandenburg. Und sie schreibt nun über ein Thema, das sehr klischeebeladen ist sozusagen, der Osten immer nur fremdenfeindlich, von Rassismus geprägt. Sicherlich hat sie da viel wahrgenommen, aber auch anderes, und hat ihren Beitrag überschrieben vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland, Migration in der DDR. Die DDR plötzlich als Einwanderungsland, was ist denn das für ein überraschender Aspekt? Frau Berger, das Mikro bitte anschalten. Almut Berger, Sie müssten das Mikrofon einschalten, das unten links an Ihrem Monitor.
Yes. Ich weiß es, ich hatte eben ein bisschen Schwierigkeiten gerade hier. Ja, ich hatte mich auch zu Wort gemeldet, weil ich mir gesagt habe, ein Problem ist in der Tat hier bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen. Wenn wir jetzt Migranten hier unter uns in dieser Reihe gehabt hätten, hätten die wahrscheinlich noch sehr anders gesagt, wie stark sie sich immer noch als Ostdeutsch fühlen. Und viele in der Bevölkerung ja auch die Situation im Blick auf Migranten immer noch ganz stark als ostdeutsch geprägt empfinden, weil sich da im Grunde ganz, ganz wenig geändert hat. Also da ist kaum Transformation passiert. Und noch immer sind die Zahlen von Menschen mit Migrationshintergrund oder von Migranten in den ostdeutschen Gebieten wesentlich geringer als in den westdeutschen Ländern. Und auch wenn ich in meinem Beitrag geschrieben habe, ganz zum Schluss wurde die DDR noch mal zu einem Einwanderungsland. Die meiste Zeit ist sie eben ein Auswanderungsland gewesen, im Unterschied zu Westdeutschland. Und die Einwanderung, die zuletzt passiert ist, also die der vor allen Dingen die der russischen Juden, ist auch in den westdeutschen Ländern wesentlich stärker zu merken als in den ostdeutschen Ländern. Das muss man einfach auch noch konstatieren. Ich glaube, da ist noch sehr viel nachzuholen, auch in dem Bewusstsein der Menschen, in einer pluralen Gesellschaft zu leben. Das ist noch sehr wenig präsent und ist jetzt, wie ich feststellen muss, einfach durch die Corona-Ereignisse, die Demonstrationen, auf denen man das ja dann auch immer wieder merkt, nochmal wieder sehr stark aufkommen, dass Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus sehr viel stärker wieder zum Ausdruck gekommen sind. An diesem Punkt gegen Ende noch eine Frage, die uns über YouTube erreicht hat. Teilt jemand vom Panel die These, dass der Osten nur als weitere identitätspolitische Kategorie benutzt wird? Sucht man nicht krampfhaft nach gesellschaftlichen Schismen und schreibt die hoch? Ilko? Naja, ich habe das eben auch gelesen und ich glaube, ich verstehe diese Frage, aber ich glaube, nicht nur die anderthalb Stunden, die wir jetzt hier miteinander diskutiert haben, sondern eben auch die ganze Forschung und letztendlich auch diese 1400 Seiten, die wir jetzt zusammen produziert haben, zeigen doch, dass es etwas anderes ist, dass es etwas komplizierter ist, als dass man das nur als einen ideologischen Prozess hinstellen könnte, der von einigen benutzt wird, um ihre identitätspolitischen Ambitionen umzusetzen. Also ich glaube, das, was ja jetzt auch hier nochmal deutlich geworden ist durch praktisch alle Wortbeiträge, ist doch der Umstand, dass praktisch auf der einen Seite durchaus bewusst erzeugte Prozesse zu konstatieren waren, die dann aber natürlich vor allen Dingen auch überlagert worden sind von Prozessen, die weder jemand gesteuert hat, noch jemand induziert hat. Ganz oft, die auch nicht mal vorhersehbar waren. Und wir sind jetzt natürlich gut beraten, so im Nachhinein können wir das alles ganz gut bewerten. Und deswegen glaube ich, habe ich ja auch vorhin schon mal versucht zu sagen, wir müssen vor allen Dingen eben jetzt auch schauen, was lernen wir eigentlich daraus für die Zukunft. Und da ist, glaube ich, ein so ein Punkt, der jetzt auch von mehreren, auch von Steffen Mau und nochmal stark gemacht worden ist, wie rekrutiert man Eliten als Abbilder der Gesellschaft? Und das ist ja jetzt auch eine Frage, die eben nicht nur Ostdeutschland betrifft, sondern die eben auch People of Color betrifft, die in unserer Gesellschaft sind, was eben Almut Berger ja im Prinzip eben auch angesprochen hat. Auch da haben wir eine große Repräsentationslücke in der deutschen und auch teilweise europäischen Gesellschaft, die man schließen muss, aber die sich eben nicht durch Appelle schließen lässt, sondern da muss man bewusst eingreifen, eben zum Beispiel, indem man ganz bewusst eigene Netzwerke schafft. Und das, was ich auch gerne nochmal sagen möchte, ist, was wir eben auch lernen aus diesem Transformationsprozess, die uralte Annahme, dass man mit Geld alles sozusagen regeln kann und dass all diejenigen, die gewissermaßen einen Job haben, auch automatisch gute Demokraten werden könnten, die hat eben dieser Transformationsprozess, den wir jetzt, über den wir diskutiert haben, auch
eindrucksvoll im negativen Sinne außer Kraft gesetzt. Wenn wir uns nur mal die Wahlanalysen anschauen der letzten 30 Jahre, dann können wir sagen, in dem Maße, in dem ein Großteil der Westdeutschen sozial gesettelt war, das sieht man anhand von Sozialindikatoren, Arbeitslosenquoten, umso besser das alles aussah, umso mehr fingen sie an, mit dem politischen System zu fremdeln. Und das sehen wir ja vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren. Ich wäre auch nicht so optimistisch, was Steffen Mau vorhin gesagt hat, wenn alle 40%, die jetzt nicht wählen, wählen würden, dass dann die Rechts- und Linkspopulisten an Zustimmung verlieren würden. Also die Autoritätsstudien aus der Uni Leipzig sagen ja eher was anderes. Also ich würde eher thesenartig formulieren, um Gottes Willen, wenn die auch noch wählen würden, dann haben wir unter Umständen ein viel größeres Problem, so als Gegenthese, die jetzt natürlich so ein bisschen sehr sozusagen unpopulär ist und auch ein bisschen sehr pauschal. Aber was uns das zeigt, ist, wie wichtig neben ökonomischen und sozialen Positionen kulturelle Positionen sind. Und das können wir eben anhand des Transformationsprozesses eben auch sehr gut zeigen. Die Menschen haben nach 1990 ihre gewohnten kulturellen Positionen verloren. Sie haben ihre wirtschaftlichen und ihre sozialen Positionen viele verloren. Die haben sie relativ schnell wiederbekommen, aber die alten kulturellen Positionen nicht, und um die hat sich niemand gekümmert. Und da entstand sowas, wie ich das formuliere, wie so ein Phantomschmerz. Und über den muss man reden, und der wird auch vererbt, nämlich am Armbrutstisch. Und das ist ja gewissermaßen der wichtigste Identitätsbildner und die wichtigste Schule der politischen Bildung. Die findet eben leider nicht bei der Bundeszentrale für politische Bildung oder in der Schule statt, sondern am Armbrutstisch oder am Frühstückstisch. Und genau da werden gewissermaßen solche auch kulturellen Probleme vererbt. Aber es gibt auch ein Gutes, was wir heute zu wenig, glaube ich, diskutiert haben, was auch in dem Buch übrigens zu wenig vorkommt. Die große Mehrheit der Ostdeutschen war immer auf Kurs Demokratie und war immer gewissermaßen auch auf Kurs Westbindung. Und daran hat sich in den letzten 30 Jahren nichts geändert. Und es war auch nie eine Mehrheit, die sich als Bürger zweiter Klasse verstanden hat. Also man kann das auch umdrehen und kann sagen, es war immer mindestens die Hälfte, die gewissermaßen sich identitätspolitisch gesehen als Teil der neuen Bundesrepublik anerkannt, selbst anerkannt haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Vor der Anerkennung, über die wir ja immer reden, dass der Westen soll uns anerkennen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, vor der Anerkennung steht die Selbstanerkennung. Und die Selbstanerkennung ist ein Riesenproblem in Ostdeutschland, für einen Teil der ostdeutschen Gesellschaft, aber für einen großen anderen Teil, das muss man eben sagen, sozusagen ist das auch eine Riesenerfolgsgeschichte. Und zwar nicht nur in Sachen von Freiheit, sondern in vielen anderen Indikatoren. Und das kommt in unseren Analysen, sage ich jetzt mal, oftmals ein bisschen zu kurz, weil wir natürlich gerne immer eher auf die kritischen Punkte schauen. Wer, und das um zum Ende kommen, diese beiden dicken Bücher, die ab 7. Juni ausgeliefert werden, über Ostdeutschlands Weg studiert, wird dazu und zu etlichen anderen Punkten sehr, sehr viele Denkanstöße und Lösungsansätze finden, wie man den Phantomschmerz beikommen kann, den Ilko Kowalczuk beschreibt. Kleine Anekdote dazu. Der Einleitungsaufsatz von Ilko Kowalczuk ist überschrieben mit "Woanders ist auch Scheiße". Das ist nicht falsch zu verstehen, sondern bewusst gewählt. Das ist ein Zitat aus einem Buch, das vor mehreren Jahren über den Ruhrpott erschienen ist und genau das Gleiche beschrieben wird und analysiert wird. Die nicht endende Transformation, als dieses "Woanders ist auch scheiße" auf unserem Kolloquium vor über einem Jahr von einem der Teilnehmenden zitiert wurde, gab es ein großes Lachen, und dann habe ich daran erinnert, dass wir im Fotofundus, der uns von der Havemann-Gesellschaft zur Verfügung steht, auch ein Bild haben, das 1990 in diesen Umbruchwochen, wir haben das dann auch im Buch, in Bitterfeld-Wolfen aufgenommen wurde. Da steht an einer Bushaltestelle ein Slogan, ein Graffiti: "Ihr sitzt immer in der Scheiße, nur die Tiefe ändert sich." Diese Problembeschreibung betrifft nicht nur den Osten, sie betrifft den Westen gleichermaßen. Das zu begreifen, haben wir versucht, in diesem Buch ganz viele Denkanstöße zu setzen. Wir würden uns freuen, alle 90 Beteiligten, einige hören zu, 13 von ihnen haben jetzt hier teilgenommen. Riesigen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, Geduld genommen haben beim langen Entstehungsprozess dieses, ich glaube, es ist eine Art Grundlagenwerks, das weiter fortgesetzt werden wird und mit Sicherheit
einen dritten und vierten Band in Folge haben wird, mit Blick nach Westdeutschland genauso wie mit Blick nach Osteuropa, wo die Transformation ja auch kein Ende nimmt. Ich danke allen Zuhörenden für ihre Neugier, so lange jetzt dabei geblieben zu sein, allen Teilnehmenden, allen Autorinnen, Autorinnen, unseren Lektoren und unserem Layouter in Düsseldorf wahnsinnig für ihr Mitackern und vor allen Dingen Thomas Krüger. Riesendank, dass die BBP uns grünes Licht gegeben hat, dieses Buch zu produzieren, diesen Doppelband zu produzieren. Viel Spaß beim Lesen, wenn er ausgeliefert wird. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Ihnen allen einen schönen Abend.